Einen schönen guten Tag von meiner Seite. An diesem Wochenende hat der Parteivorstand mit einer breiten Zustimmung den Wahlprogrammentwurf verabschiedet als Leitantrag für den Parteitag. Vorangegangen ist eine breite Beteiligung in der Partei und vor allen Dingen eine Gesprächsoffensive in die Gesellschaft hinein. Wir haben mit den Menschen an den Haustüren, teilweise in ihren Wohnzimmern, auf der Straße und in den Stadtteilen diskutiert, was sie ändern würden. Wir haben in der Partei verschiedene Regionalkonferenzen durchgeführt und jetzt am Wochenende hat der Parteivorstand konkret entschieden. Unser Wahlprogramm trägt den Titel Sozialgerecht für alle und trägt nun auch das Siegel geprüft und für gut befunden. Wir haben natürlich jede Menge Änderungsanträge noch angenommen. Da kann man auch sagen, ist ja der Entwurf dadurch noch mal klarer geworden, ist verbessert worden. Der Kurs, den wir beide zu Beginn des Jahres vorgeschlagen haben, ist noch mal etwas geschärft worden. Man kann sagen, dass unser Kurs mit einer breiten Zustimmung bestätigt worden ist. Klar ist, bei uns stehen die Inhalte im Zentrum. Wir sagen, wie sozial gerecht geht, und zwar konkret und verlässlich. Da reden wir Klartext, benennen auch konkrete Alternativen. Die Linke ist die einzige Partei, die bisher wirklich ein durchgerechnetes und auch innovatives Wahlprogramm als Entwurf vorliegen hat. Wir sagen ganz klar, wer eine Zukunft möchte, die planbar ist und die lebenswert ist, der muss für soziale Garantien, für höhere Löhne, für Steuergerechtigkeit und für die Demokratie kämpfen. Deutschland steht möglicherweise vor einer Richtungswahl und in dieser Richtungswahl gilt, nur eine starke Linke ist die Garantie dafür, dass es wirklich zu sozialer Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie kommt, dass es um soziale Gerechtigkeit, Frieden und Demokratie geht, auch nach den Wahlen. Wie wir das erreichen wollen, dazu machen wir ganz konkrete Vorschläge und reden Klartext in unserem Wahlprogrammentwurf. Es ist völlig klar, ohne Steuergerechtigkeit gibt es nachhaltig keine gerechte Politik. Deswegen haben wir ein gut durchgerechnetes und nachvollziehbares Steuerkonzept entwickelt. Alle sind ja dafür, die mittleren Einkommen zu entlasten. Wir sagen auch, die unteren und mittleren Einkommen haben in der Vergangenheit genug gezahlt. Jetzt müssen sie endlich steuerlich entlastet werden. Wir sagen aber auch, wie das geht. Kurzum, alle unter 7.100 Euro monatlich sollen bei unserem Konzept begünstigt werden. Alle, die darüber liegen, also über 86.000 Euro brutto verdienen, werden mehr belastet. Das heißt konkret, eine Verkäuferin, die 1.700 Euro verdient, bekommt bei unserem Modell 136 Euro im Monat mehr raus. Ein Durchschnittsverdiener oder eine Durchschnittsverdienerin, die 3.400 Euro im Monat verdient, bekommt bei unserem Konzept 211 Euro im Monat mehr raus. Wir können das im Übrigen für alle Einkommensgruppen sauber und nachvollziehbar darstellen, was sie mehr bekommen soll. Das Geheimnis ist, dass der Freibetrag auf 12.600 Euro erhöht werden soll. Das trifft im Übrigen nicht nur die Unteren, die deutlich weniger Steuern zahlen, sondern das führt zu Entlastungen in allen Einkommensgruppen und auch insbesondere in den mittleren Einkommensgruppen. Reiche und Vermögende möchten wir doch aber deutlich mehr in die Verantwortung nehmen. Es gibt gar keinen Grund, warum für sie die Steuern in der Vergangenheit gesenkt wurden. Und deswegen sagen wir, der Spitzensteuersatz unter dem bekannten Sozialisten Helmut Kohl von 53% soll wieder eingeführt werden ab einem Jahresbrutto von 86.000 Euro. Wer über 260.000 Euro verdient, der soll 60% Steuern bezahlen. Und da wir der Auffassung sind, dass die Menschen, die deutlich über 1 Million Euro verdienen, dass das nichts mit ihrer tatsächlichen Arbeitsleistung zu tun hat, sondern sehr unverhältnismäßig hohe Einkommen sind, sondern die auch deutlich höher mit 75% belastet werden. Dazu kommt, dass wir kein Verständnis dafür haben, dass in Deutschland Kapitaleinkommen deutlich weniger besteuert werden als Arbeitseinkommen. Deswegen muss die Abgeltungssteuer abgeschafft werden. Und was ganz wichtig ist, bei der Lohn- und Einkommensteuer haben wir ein aufkommenneutrales Konzept. Das heißt, dort bleibt nichts übrig, sondern was oben mehr belastet wird, wird unten entlastet und das geht null auf null aus.
für unsere anderen Vorhaben, Kindertagesstätten, Gesundheit, Bildung, Erziehung, müssen wir andere Steuereinnahmen haben. Und da steht im Zentrum eine Vermögensteuer von 5% ab der zweiten Million. Sprich, wer bei uns Vermögen hat von über 1 Million Euro, muss ab der zweiten Million 50.000 Euro für das Gemeinwohl abdrücken. Ich glaube, dass Einkommensmillionäre nicht zu viel geschröpft werden, wenn sie 50.000 Euro pro Million für Straßen, Schienen, Kindertagesstätten und vieles andere mehr bezahlen. Gute Arbeit, soziale Garantien, das sind für uns Selbstverständlichkeiten. Und unser Ziel ist, dass die Lohnbremsen gelockert werden. Eine solche Lohnbremse ist ein zu niedriger Mindestlohn. Die schwarz-rote Bundesregierung rühmt sich ja damit, dass sie den Mindestlohn eingeführt hat. Wir sind großzügig und sehen darüber hinweg, dass wir jahrelang zunächst darum kämpfen mussten. Wir sagen aber, dass das, was jetzt die Bundesregierung geschafft hat, doch den Mindestlohn sehr kraftlos macht, weil er eben Ausnahmen vorsieht und weil er zu niedrig ist. Und wir sagen, der Mindestlohn muss auf 12 Euro pro Stunde erhöht werden, auch damit jemand, der sozialversicherungspflichtig in Vollzeit ist, danach eine Rente hat, die oberhalb des Hartz-IV-Satzes liegt. Zudem wollen wir sichere Beschäftigung, und das heißt halt sachgrundlose Befristungen abzuschaffen, Leiharbeit abzuschaffen, oder wenn es Leiharbeit gibt, dann muss sichergestellt werden, dass vom ersten Tag an der gleiche Lohn gezahlt wird wie von Kernbelegschaft plus 10% Flexibilitätszuschlag. Wir wollen, dass das Arbeitslosengeld I deutlich länger gezahlt wird, und generell, um nochmal über die Arbeit der Zukunft zu sprechen, die Arbeit der Zukunft kann nicht so aussehen, dass die Männer Überstunden machen, gestresst sind und die Frauen während zu Hause allein für die Kinder zuständig sind und maximal eine unterbezahlte Teilzeitstelle haben. Deswegen ist unser Modell schon, dass es mehr Zeit für Familie und fürs Leben gibt, für Männer wie Frauen gleichermaßen. Und deswegen möchten wir gerne das Modell der kürzeren Vollzeit stark machen, wo die Arbeitswoche halt eher um die 30 Stunden kreist. Und natürlich ist der Kampf gegen das Hartz-IV-System ein wichtiger Bestandteil linker Politik. Die sanktionsfreie Mindestsicherung in Höhe von 1.050 Euro ist für uns eine Selbstverständlichkeit, um den Artikel 1 des Grundgesetzes zu füllen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese sanktionsfreie Mindestsicherung soll sicherstellen, dass sich Menschen nicht sozusagen in dem Gefühl der Demütigung unter Androhung von Hartz-IV-Sanktionen an der Sozialbürokratie abarbeiten müssen, sondern wir wollen, dass die Menschen ihr Leben selber in die Hand nehmen können und das aufrechten Gang ist. Wir begrüßen es sehr, dass es ganz sicher einen Rentenwahlkampf bei der diesjährigen Bundestagswahl geben wird. Wir sind der Auffassung, dass ein Rentensystem, bei dem über die Hälfte der Menschen, die ab 2030 in Rente geht, gerade mal eine Rente um die 800 Euro bekommen kann, weder nachhaltig noch sozial ist. Es ist für uns unerträglich, dass Menschen, die teilweise ein ganzes Leben lang gearbeitet haben, im Alter Flaschen sammeln müssen oder bei McDonald's noch arbeiten gehen müssen und nicht ihren Lebensstandard aufrechterhalten können. Deswegen sagen wir, das Rentenniveau muss auf 53% zurückgesetzt werden. Es reicht nicht aus, nur die Absenkung des Rentengrundsicherungsniveaus zu stoppen. Das würde für einen Durchschnittsrentner oder eine Durchschnittsrentnerin eine Rentenaufstockung von 130 Euro im Monat betragen. Wir wollen eine solidarische Mindestrente von 1.050 Euro. 1.050 Euro definiert in unserer Gesellschaft die Armutsgrenze. Und wir sind der Auffassung, dass im Alter niemand unter diese Armutsgrenze fallen darf. Wir haben das durchgerechnet und haben immer noch ein Problem, selbst bei unserem Rentenkonzept, für die Menschen, die zwischen 1.500 und 2.500 Euro brutto im Monat verdienen. Das ist weitaus mehr als ein Drittel der arbeitenden Bevölkerung. Die würden auch bei unserem Rentenkonzept, selbst wenn sie über 45 Jahre am Stück arbeiten in Vollzeit, nicht über die 1.050 Euro kommen. Das hängt mit den viel zu niedrigen Löhnen der letzten 20 Jahre zusammen. Deswegen sagen wir, wir müssen ins Rentensystem einen Niedriglohnfaktor einbauen, sodass die Menschen mit niedrigen oder auch Löhnen unter dem Durchschnitt bei der Rente aufgewertet werden und sie so auch zu einer lebensstandardsichernden Rente kommen können.
Die Rentenwerte in Ost und West müssen sofort angepasst werden und nicht erst 2025. Es ist nicht akzeptabel, dass die Lebensleistung der Menschen im Osten schlechter bewertet wird als derjenigen im Westen. Und wir sagen, eine Erzieherin, eine Altenpflegerin oder eine Krankenpflegerin oder jemand auf dem Bau können nicht bis 67 gesund arbeiten. Das ist völlig unrealistisch und bedeutet Rentenkürzung. Deshalb wollen wir, dass die Menschen wieder ab 65 abschlagsfrei in die Rente gehen können. Wir haben die letzten Monate immer wieder die Menschen gefragt, wo drückt sie der Schuh, was muss sich ändern? Und wir haben immer wieder gehört, die Mieten werden zu teuer. Ob Familien mit Kindern, Rentnerinnen und Rentner, Studierende von Köln bis Dresden, von München bis Hamburg, hört man immer wieder, dass inzwischen die Mieten oft mehr als ein Drittel dessen aufbrauchen, was im Monat zur Verfügung stellt. Und deswegen sind wir überzeugt, verantwortungsbewusstes Regieren heißt auch, Wohnen muss endlich wieder bezahlbar werden. Und dazu machen wir ganz konkrete Vorschläge. Ich möchte hier einige nennen. Zum einen sagen wir, in Milieuschutzgebieten sollen die Mieten bei 8,50 Euro den Quadratmeter gekappt werden und man muss die bestehenden Mieten einfrieren. Zudem sagen wir, es muss einen Neubau geben von bezahlbarem Wohnraum. Da ist unsere Zielgröße 250.000 neue Wohnungen, entweder sozialer Wohnungsbau oder gemeinnütziger Wohnungsbau pro Jahr sicherzustellen. Damit die geförderten Wohnungen nicht nur so für so eine Zwischenetappe mal eine Sozialbindung haben und danach doch wieder alles privatisiert wird und Luxussanierung anstehen, wollen wir, dass die Sozialbindung unbegrenzt ist und nicht befristet wird. Und last but not least, wir scheuen es nicht, uns mit mächtigen Gegnern anzulegen, wenn es darum geht, die soziale Situation von Menschen zu verbessern. Deswegen sagen wir, wir wollen Immobilienfonds die Zulassung entziehen. Wohnen ist ein Menschenrecht, die Spekulation mit Wohnungen ist kein Menschenrecht. Viele Teile der öffentlichen Daseinsvorsorge und der öffentlichen Infrastruktur sind marode, wenn Schüler nicht zur Schule gehen können, weil die Toiletten nicht funktionieren, wenn Pflegekräfte sich eigentlich Rollschuhe anschnallen müssten, um durch die Stationen zu kommen und die Patienten zu pflegen, dann stimmt etwas in diesem Lande nicht. Und deshalb wollen wir ein wirklich großes Investitionsprogramm in Bildung, Erziehung, Gesundheit und öffentliche Infrastruktur von insgesamt 100 Milliarden jährlich. Ein Schwerpunkt soll die solidarische Gesundheitsversicherung sein. Alle Parteien sind ja für die Bürgerversicherung, zumindest die SPD und die Grünen, die CDU nicht. Wir haben unser Modell durchgerechnet und sagen, alle müssen in die Kasse einzahlen. Die Beitragsbemessungsgrenzen müssen fallen. Die paritätische Finanzierung muss wieder hergestellt werden. Dadurch würde im Übrigen der Beitragssatz auf 12% sinken. Heute beträgt er rund 15-16%. Also es würde eine riesige Entlastung stattfinden und trotzdem könnten wir die Zweiklassenmedizin abschaffen und für alle eine gute Gesundheitsversorgung herstellen. Zuzahlungen für Medikamente, Zahnersatz und Brillen müssen entfallen. Die Pflegeversicherung wollen wir in eine Vollversicherung umwandeln und ausbauen. Ich glaube, jeder Mensch, der alt wird, hat heute Angst davor, im Pflegefall zu werden. Wir brauchen hier dringend eine ganz grundsätzliche Reform. Und wir brauchen deutlich mehr Personal in Pflege, Gesundheit und Erziehung. Wir haben gesagt, wir brauchen 100.000 mehr Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Wir brauchen insgesamt in den Krankenhäusern 162.000 mehr Beschäftigte und wir brauchen auch in der Altenpflege, in den Kindertagesstätten dringend mehr ausgebildete Fachkräfte. Und dafür haben wir ein ganz konkretes Programm. Wir sind in diesem Zusammenhang auch für eine gesetzliche Personalbemessung, weil es unerträglich ist, dass in Deutschland, im reichsten Land Europas, von einer Krankenpflegerin dreimal so viele Patienten betreut werden müssen wie in Norwegen. Wir schneiden da ganz schlecht ab. Alle Kinder haben das Recht auf einen guten Start ins Leben und deswegen gilt es, Kinderarmut energisch zu bekämpfen. Dazu sehen unsere Vorschläge im Folgenden wie folgt aus. Wir wollen eine Kindergrundsicherung in Höhe von 564 Euro für alle Kinder und Jugendlichen, damit jedes Kind wirklich an dieser Gesellschaft teilhaben kann. Wir meinen, das Kindergeld muss sofort auf das
steuerliche Existenzminimum erhöht werden, was immer Besserverdienende haben. Das heißt, das Kindergeld muss auf 328 Euro erhöht werden. Aber auch ansonsten im Alltag gilt es, die Situation von Menschen, die mit Kindern aufwachsen, zu verbessern. Dazu gehört natürlich eine gebührenfreie Bildung von der Kita bis zur Uni. Wenn man das möchte, muss man aber auch sagen, wie das finanzierbar ist. Wir tun das. Unsere Vermögenssteuer, unsere Millionärssteuer von 5% oberhalb einer Million würde ja in ihrem Erlös direkt den Ländern zugutekommen und kann dort eingesetzt werden, eben um gebührenfreie Bildung nicht nur zu fordern, sondern auch zu garantieren. Zudem meinen wir, dass es für Kinder das geben muss, was wir uns generell vorstellen in der Gesellschaft, nämlich freie Fahrt in Bus und Bahn, egal wer die Kinder begleitet und in allen Altersgruppen. Und wir meinen, es ist höchste Zeit, dass endlich in allen Kitas und Schulen sichergestellt wird, dass jedes Kind ein kostenfreies, gesundes, warmes Essen am Tag bekommt. Und um nochmal so die Dimension zu verdeutlichen, das ist nichts Unmögliches. Wenn man das einfach gegenüberstellt, wie viel mehr Geld man jetzt bereit ist, in die Hand zu nehmen, um mehr Geld in Rüstung zu stecken, also diese 2%, die Trump fordert, davon ist das ums Vielfache bezahlbar. Also kurzum, auch dieser Vorschlag ist bezahlbar und wo der politische Wille ist, kann man das auch durchsetzen. Ganz generell gilt, was wir heute versäumen, für Kinder zu investieren, das kommt uns später in Zukunft teuer zu stehen. Das Recht auf Pommes soll aber nicht abgesprochen werden. Ja, wir leben in einer Welt und es ist eine große Illusion, dass man das eigene Wohnzimmer von dieser Welt fernhalten kann. Viele Rechte machen ja den Leuten diese Illusion. Deswegen hat die Linke auch ein Konzept für globale Gerechtigkeit, für Frieden und für die Rettung des Klimas. Dazu gehört als erstes, wir wollen Waffenexporte stoppen. Außenminister Gabriel kann ja jetzt überall diese Orte besichtigen und angucken, was für verheerende Folgen die Waffenexporte, die er als Wirtschaftsminister genehmigt hat, dort anrichten. Wir wollen nicht nur, dass die 2%, zu denen sich die NATO-Länder verpflichtet hat, nicht eingehalten werden, sondern wir wollen abrüsten. Wir wollen, dass der Rüstungsetat um 10 Milliarden im Jahr sinkt. Und die 25 Milliarden, die die Aufrüstung kosten würde, wollen wir gerne einsparen. Das macht im Übrigen in der Summe genau den Betrag aus, den wir brauchen würden, um alle Schulen komplett zu sanieren. Ich glaube, dort wäre das Geld deutlich besser aufgehoben als bei Kampfpanzern und Düsenjets und anderen Dingen. Völlig klar, wir wollen fairen Handel statt Freihandel. Der Freihandel verstärkt die Ungleichgewichte und verursacht im Übrigen auch Flucht und Vertreibung. Deswegen wollen wir, dass TTIP, CETA, TISA gestoppt werden. Wir wollen, dass 0,7% des Bruttoinlandsprodukts für Entwicklungshilfe ausgegeben werden. Es ist unerträglich, dass Deutschland dieses Ziel immer noch nicht erreicht. Wir sind proeuropäisch. Wir stehen ganz klar gegen Nationalismus und gegen Rechtspopulismus, eine große Gefahr für ganz Europa. Wir sind aber der Auffassung, dass diese EU so nicht weitermachen kann, sondern durch die Politik, die ganz stark diese Bundesregierung mit sich trägt, die Grundlagen der EU geradezu beseitigt werden. Deswegen brauchen wir einen Neustart in Europa. Wir brauchen eine soziale und demokratische Europäische Union. Für uns ist völlig klar, und das haben wir in der vergangenen Periode oder in der derzeitigen Periode im Bundestag auch gemacht, wir stehen für Verschlechterungen des Asylrechts nicht zur Verfügung und wir werden auch niemals zur Verfügung stehen für die Einführung von Obergrenzen. Das Recht auf Asyl hat hohen Stellenwert bei den Linken. Wir wollen die Energiewende. Sie ist unerlässlich, wenn man das Klima retten will. Das heißt, schneller Umbau auf ressourcenschonende Energieformen. Die müssen dezentral sein, die müssen in öffentlichem Eigentum sein und die müssen soziale Tarife garantieren. Ohne dass der Umbau sozial ist, wird die Bevölkerung ihn nicht mitgehen. Wir wollen Fracking verbieten. Natürlich muss der öffentliche Personennahverkehr zügig ausgebaut werden. Es müssen Sozialtickets eingeführt werden. Es muss eine soziale Bahncard eingeführt werden. Wer ernsthaft was gegen die Klimabelastung tun will, muss mehr Verkehr auf die Schiene bringen und muss den öffentlichen
Nahverkehr, das gilt insbesondere auch für den ländlichen Bereich, zügig ausbauen. Sie sehen, wir haben ein vielfältiges Programm. Wir konnten Ihnen natürlich jetzt nur einen Ausschnitt der wesentlichen Punkte vorstellen, mit denen wir auch in den Wahlkampf gehen werden. Wir haben eine Chance, mit dieser Bundestagswahl einen Politikwechsel zu vollziehen, eine Gerechtigkeitswende einzuleiten. Wir haben als Linke ganz klar gesagt, worin diese Gerechtigkeitswende bestehen soll. Wir schnüren nicht ein schönes Paket, machen eine Schlaufe drumherum und sagen den Leuten aber nicht, was drin ist, sondern wir sagen, was drin ist. Und Sie sehen, dass wir auch in vielen Punkten Mieten, Rente, Steuern unser Konzept deutlich verbessert und erweitert haben und klar durchgerechnet. Für uns ist auch völlig klar, dass zu diesem Politikwechsel gehört ein ganz entschlossener Kampf gegen Rechts, Rechtspopulismus, Neofaschismus und Rassismus. Die Linke wird auch weiterhin hier klare Kante zeigen und die Rechten werden in uns tatsächlich ihren entschiedensten Gegner haben. Dazu gehört, klare Kante überall in der Gesellschaft zu zeigen. Wenn das nicht wir machen, wer soll es dann machen? Es müssen aber auch andere tun, Gewerkschaften, soziale Bewegungen und viele andere mehr. Wir sagen, beides gehört zusammen, klare Kante gegen Rechts zeigen und den sozialen Nährboden für die Rechten ausdörren. Und dazu gehört ein Politikwechsel mit einer klaren Gerechtigkeitswende.